Profil Podcast. Ich begrüße unsere Profilhörerinnen und Hörer zum Podcast. Heute mit Erika Pluha, die Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Künstlerin. Ein Anlass ist ihr neues Buch, das sie herausgebracht hat. Aber wir sprechen natürlich nicht nur über ihr Buch, sondern über ihr Leben und über ihr Frausein und über ihr Alter. Das wollte sie nämlich unbedingt. Und ja, ich stelle uns noch vor, das ist Lena Leibertseder und Christa Zöchling, Autorinnen des Profil. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Wir beginnen gleich mit Ihrem neuen Buch, das gerade erschienen ist. Hedwig heißt man doch nicht mehr. Da sind sehr starke autobiografische Züge drinnen, wenn ich jetzt nicht zu viel vermute. Wie viel Erika Pluha steckt in der Hedwig? Meine Liebe, ich werde ständig bei jedem meiner Bücher, und ich habe schon eine Anzahl von Büchern herausgegeben, bei mir fragt man natürlich immer nach dem autografischen, also biografischen Bezug, weil man mich auch vorher schon ganz anders kennengelernt hat, als Schauspielerin endlos lang und so weiter und als Sängerin. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch, der fiktiv schreibt, also Belletristik schreibt, also wenn das nicht Sachbücher sind, schreibt jeder irgendwie mit, ich nenne es immer mit der Kompetenz der eigenen Erfahrung. Also etwas fließt immer ein. Aber gerade auch das Buch Hedwig heißt man doch nicht mehr, ist letztlich ein fiktiver Lebensbericht, so haben wir es auch genannt. Ich kann sagen, was daran wirklich was mit meiner Biografie zu tun hat, das ist die Wohnung, der Raum, in der sich das Geschehen dieses Buches abspielt, das war tatsächlich ehemals die Wohnung meiner Großmutter in der Schlösselgasse, die ich unglaublich in Erinnerung habe, weil ich war ja ein Kriegskind. Ich bin 39 geboren und nach diesen traumatischen Erfahrungen des Krieges war ich dann hinterher sehr stolz und freudig. Durch die zerbombte Stadt bin ich schon mit der Straßenbahn gefahren bis zum Landesgericht und bin die Florianigasse hinaufgegangen und bin in diese Wohnung meiner Oma gegangen, die ich sehr geliebt habe. Und diese Wohnung, so sehr man mit im Alter, das ich habe, viele Erinnerungen sich irgendwie verlieren oder verschwimmen, aber diese Wohnung weiß ich glasklar, noch ganz genau. Und einfach das Geschehen in dieser Wohnung geschehen zu lassen, das war schon was Biografisches. Aber diese Hedwig, also die Protagonistin in diesem Buch, ist eine Frau im Alter, wie soll ich sagen, so meiner Töchter. Ich kenne sehr viele Frauen jetzt, die so alt wären, wie meine leider verstorbene Tochter Anna auch wäre. Ja. So um die 60, zwischen 50 und 60. Die Hedwig in meinem Buch ist gerade so 50 vorbei und kehrt nach 30 Jahren Abwesenheit wieder nach Wien zurück in diese Wohnung, die sie von ihrer verstorbenen Oma geerbt hat. Und so hat dieses Buch einfach zwei Ebenen, die Gegenwart und zwar eine Corona-freie Gegenwart. Also das Ganze ist zwar im Heute angesiedelt, aber nicht in der Pandemie, also davor. Da gibt es diese Ebene und auch die des Rückblicks, weil sie irgendwie auch mit Schuldbewusstsein und mit einem Versuch, sich auch wirklich zu erinnern, dieser verstorbenen Oma irgendwie am Laptop irgendwie erzählt, was da alles vorgefallen ist in der Zeit ihrer Abwesenheit. Also da gibt es diese zwei Ebenen. Gespickt ist das Ganze natürlich auch so, als würde eine jüngere Frau, das war jemand, was ich viel älter erlebt habe, also den Fall der Mauer in Berlin, dann mein Verlag in Hamburg, dann überhaupt gerät die Protagonistin auch nach Lissabon, das ist überhaupt die Stadt, die ich nach Wien am besten kenne und am meisten liebe und so. Also ist es eine Mischung, natürlich, aus biografischen Aspekten, aber die Geschichte selbst ist eine erfundene. Und das ist mir wichtig, denn als ich dann so als Kind meine allerersten Lebenserfahrungen hatte, die mit Bomben zu tun hatten und mit Katastrophe und mit Angst, darum tut es mir so leid, dass das rundum auf Erden immer wieder geschieht und dass Kinder das immer wieder so erfahren müssen. Das ist wirklich traumatisierend und das verfolgt mich auch bis heute, wenn eine Sirene anfängt, dringt mir das sofort in die Seele und so. Aber
Nachdem wir also die ganze Familie diesen Krieg überlebt hatten und ich in die Schule gehen durfte, war ich sofort so davon angetan, dass man schreiben kann, dass man lesen kann, dass man dann schreibend etwas erfinden kann. Dann war ich bald im Theater und dann war ich im Kino. Also für mich stand sofort fest, dass ich einen Weg gehen will, der sich mit einem Leben befasst, das nicht nur mein eigenes ist. Dass ich also immer neben meinen eigenen Lebenserfahrungen, neben meinem eigenen Lebensweg immer die Möglichkeit habe, Leben zu imaginieren. Deswegen bin ich auch Schauspielerin geworden, weil da ist man sofort in einer anderen Figur, erlebt man anderes, das man zwar in sich selbst suchen muss. Also in diesem Sinn auch mein letztes Buch, die Hedwig. Hedwig heißt man doch nicht mehr. Letztendlich mit allen Ingredienzien meines eigenen Lebens natürlich versehen, ein fiktiver Lebensbericht. Hast du als Kind, also bist du ins Theater gegangen als Jugendliche, wo du dann irgendjemanden, wo du dir gedacht hast, ich möchte auch auf die Bühne? Also gab es da so einen Moment oder einen Schauspieler oder einen Film? Na, lustigerweise, weil wir von meiner Oma sprechen, die hat in der Schlösslgasse gewohnt und war mit mir im Rathauspark. Mhm. Und da war das Burgtheater noch mit Brettern zugenagelt und kaputt. Und sie ist mit mir gesessen und hat mir erzählt, wie schön das für sie war früher in diesem Burgtheater und so. Und ich als Kind habe mir damals gedacht, jö, ich weiß, dass ich irgendwie gedacht habe, das wäre was dann, da zu spielen oder so. Und als ich dann am Ende der Schauspielschule sofort ans Burgtheater als Elevin engagiert wurde, dann ist mir dieser Kindergedanke wieder eingefallen, dass ich mir das eigentlich irgendwie schon als Kind gewünscht habe. Und damals habe ich mir gedacht, wenn man Wünsche aussendet, werden sie sich erfüllen. Gut, das habe ich dann ein bisschen revidiert. Man sendet haufenweise Wünsche aus, die sich nicht erfüllen. Nein, ich bin dann natürlich sehr bald, habe in Floridsdorf gewohnt, bin die lange Strecke bis zum Ronacher gefahren. Damals war das Burgtheater noch im Ronacher untergebracht. Auf Stehplatz, habe mich angestellt, war auf Stehplatz und habe Theater sehr, sehr, sehr schnell also in mich aufgesogen. Aus welchen sozialen Verhältnissen stammst du denn? Meine Eltern waren beide musisch. Also meine Mutter war als junge Frau, als Mädchen in der sogenannten Kunstgewerbeschule, das wäre jetzt die Akademie, und war eine hochbegabte Malerin und so weiter. Sie hat das ohnehin später dann immer bereut, dass sie mit Ehe und Kindern, dass sie das symptomatisch für ihre Frauengeneration dann nicht mehr weiterverfolgt hat. Mein Vater hingegen war sehr toll an der Gitarre und hat auch Lieder komponiert und so. Also sie waren musisch, aber es war eher ein sehr bescheidenes Aufwachsen, vor allem nach dem Krieg. Mein Vater war dann irgendwo ein Angestellter, meine Mutter war Hausfrau. Aber ich war sofort im Gymnasium, im Floridsdorfer Gymnasium. Und dort hatte ich großes Glück. Ich hatte eine Geschichtsprofessorin, Frau Dr. Eleonore Zimmermann. Ihr Name sei gepriesen. Den Namen noch. Ja, den weiß ich wirklich, obwohl ich mir eigentlich überhaupt Namen nie merke. Aber den werde ich mir immer merken, denn diese Frau hat uns wirklich in meiner Generation alles gesagt, Holocaust, Verfolgung, KZ, alles, Hitler. Sie hat sie hat uns sogar Schmalfilme gezeigt im Zeichensaal. Mitschülerinnen sind auf die Toilette und haben erbrochen vor. Und so. Dann sind natürlich andere Eltern, die eben alle Nazis waren, sind dann empört in die Schule gekommen, was denn diese Professorin uns da erzählt. Dann hatte ich außerdem noch das Glück, dass die Direktorin, deren Namen habe ich mir auch gemerkt, Dr. Stella Klein-Löw, war eine sozialdemokratische Jüdin und Abgeordnete. Die hat natürlich auf diese Eltern, diese Schimpfenden, überhaupt keine Rücksicht genommen. Und ich habe also als junges Mädchen in der Schule bin ich von diesen zwei Frauen so geprägt worden und bin eine Antifaschistin geworden fürs ganze Leben. Also das Glück hatte ich. Mein Vater war natürlich auch ein Nazi, kein ganz böser oder wie man sagt, niemanden umgebracht, war kein KZ-Führer oder irgendwas, aber er war Nazi, wie heute alle Nazis waren. Und ich bin dann auf meine Eltern losgegangen und habe sie beschimpft und habe mich empört.
aber sehr früh. Die waren ganz still. Und deswegen konnte ich dann, die haben sich natürlich, die wussten auch nichts zu sagen. Und da ich meinen Zorn so früh loswerden konnte, habe ich ihnen dann später quasi, konnte ich sie wieder lieb haben. Und war dann zum Beispiel am Theater immer sehr bedacht, mit auf die Gegenwartsbewältigung aufmerksam zu machen. Wenn nämlich Kolleginnen oder Kollegen so sicher waren, was die Paula Wesseli hätte tun sollen und so weiter, mit der ich übrigens auch gespielt habe und die sich bei mir sehr über ihre Vergangenheit eigentlich auch beklagt hat und bedauert hat, was da passiert ist, dann habe ich immer gesagt, passt ihr mal auf, was ihr jetzt tut. Was für Blödheiten ihr macht, um irgendeine Rolle zu kriegen, Werbung macht, ihr dumme Serien, also das ist alles nicht so gefährlich, aber passt mal auf, wie ihr die Gegenwart so bewältigt, dass man euch hinterher niemals einen Vorwurf machen kann, auch politisch. Also da war ich dann immer eigentlich mit meinen Mitstreitern am Theater sehr streng, wenn sie so sicher waren. Wie sie gehandelt hätten. Dann habe ich gesagt, überlege mal, wenn du jetzt aufhören müsstest, den Beruf auszuüben, aus Anstand, würdest du das tun oder würdest du unanständig werden? Und mit dieser Frage gehe ich eigentlich durchs Leben. Dieses wäre denn anfangen und einmal bei sich selber anzufangen, das wurde mir dann immer bewusster. Also nach diesem Beginn am Gymnasium, ich war keine besondere 68erin, weil da hatte ich so viel zu tun mit einer komplizierten Ehe und mit dem Kind und dem Beruf und so. Eigentlich wieder voll in ein politisches Bewusstsein, kann man sagen, eingestiegen bin ich, als ich kurz danach diese portugiesische Nelkenrevolution näher erfahren habe. 1975. 72 war das, glaube ich, 72 schon. Ja, ich glaube, so genau weiß ich es nicht. Jedenfalls ganz kurz danach bin ich mit dem Antonio Dalmeida, den ich hier in Wien kennengelernt habe, der war ja Kulturattaché und ist ein sehr wunderbarer Komponist, Musiker, sehr bekannt in Portugal. Durch den habe ich dann auch mit dem habe ich zusammengearbeitet all die Jahre und habe Portugal wirklich gut kennengelernt. Aber damals habe ich eben wirklich diesen ganzen Umbruch in Portugal eben politisch miterlebt. Und das hat mich sehr inspiriert, würde ich sagen, mir auch hierzulande und überhaupt weltweit politisches Geschehen sehr genau anzuschauen. Und ja, ich kann schon sagen, dass ich dann in einem übergeordneten Sinn, ich bin nie einer Partei beigetreten, aber ich bin schon ein politischer Mensch. Also ich beurteile und beobachte und bin vor allem unglaublich, auch nach allem, was ich euch vorher schon erzählt habe, bedacht, wie ich mich selbst verhalte. Weil ich der Meinung bin, schon zwischen zwei Menschen kann ein Krieg entstehen und potenziert ist es dann ein Weltkrieg. Also wie verhalte ich mich im kleineren Rahmen und wie verhalte ich mich vor allem im öffentlich aufscheinenden Rahmen, wenn man dann eine Person öffentlichen Interesses wird, wie das so schön heißt. Das habe ich dann irgendwann mal als eine wirkliche Verantwortung empfunden. Und da gab es zwei Lehrmeister, die mir das auch noch sehr dezidiert erklärt haben. Das war der Václav Havel, der auch in dem Hedwig-Buch vorkommt, der mit seinen Briefen an Olga aus seiner Gefangenschaft, die ich damals gelesen habe, mich unglaublich beeindruckt hat, eben mit dieser Einstellung der Verantwortung, die man selber trägt. Und auch der Viktor Frankl spricht davon, dass man Antworten zu geben hat, wenn man lebt. Dass man auf das Leben antwortet. Und das ist ja dann sofort die Verantwortung. Und also das waren so meine Lehrmeister. Und dann auch noch ein bisschen der Mahatma Gandhi mit Be the change you want to see. Also sei selber die Veränderung, die du gerne sehen oder erleben möchtest. Also in diesem Sinn ist meine politische oder meine gesellschaftspolitische Ausrichtung. Vielleicht, bevor ich mich da jetzt ein bisschen rausziehe, aber eine Frage noch. Hast du das gewusst von Franz Antl? Also von dem Regisseur, Filmemacher? Dass er so verstrickt war in die Nazi-Zeit? Es waren, wie ich jung war, so viele Menschen verstrickt.
Es war der Professor Niederfür in einer Seminar, der unser Leiter war, auch verstrickt. Also sie waren ja alle. Und das geht ja auch gar nicht anders. Man hat ja nicht alle Nazis umgebracht nachher. Ja. Waren ja nicht alle beim Nürnberger Prozess angeklagt, sondern da waren unendlich viele. In allen Strukturen und Bereichen unseres Lebens waren da noch die alten Nazis oder die halbalten Nazis. Mhm. Und sitzen ja jetzt auch wieder die Faschisten überall herum. Und der Rechtspopulismus, was ist das anderes? Wenn wir jetzt diese Demos haben gegen Corona, da mischen sich die Nazis mit den spirituellen Menschen. Also das ist überhaupt eine seltsame Mixtur an Widerstand. Also diese faschistoide Einstellung, die steckt ja in einem gewissen Prozentsatz der Menschheit. Und wenn man dann noch ein bisschen Angst hinein initiiert, dann hat man ganz schnell wieder den Faschismus. Aber der Antl hat mich an sich nie sehr interessiert. Seine Filme haben mich nicht interessiert. Ja. Also und mit dem hatte ich auch nichts zu tun. Auch in meinem Schauspielerleben gab es keinen Franz Antl. Also gut. Und dann hat er aber doch, was weiß ich, mit dem Merkatz hat er ja gedreht, einen antifaschistischen Film. Also entweder hat er sich dann doch gewandelt oder war das dann doch opportuner plötzlich. Nicht in der Kreisky-Ära war dann nicht, als sich eben unser Österreich langsam eigentlich in eine sehr funktionierende Sozialdemokratie hinüberverwandelt hat. Auch Demokratie damit. Also, nein, aber der Antl war für mich also nur da ein Fall unter vielen Fällen. Ja. Du hast jetzt vorher über deine Politisierung gesprochen und dass dir deine Geschichtelehrerin, die Frau Zimmermann, sehr stark antifaschistisch geprägt hat. Was würdest du jetzt als Antifaschistin zur aktuellen politischen Gemengelage sagen? Also ich bin mit unserer derzeitigen Regierung natürlich sehr, sehr unzufrieden, weil das ist eine verborgene Rechtslastigkeit. Nicht? Ich habe gerade gelesen, auch vom Steinhauer, der sagt, wir brauchen keinen Kickl, wir haben eh den Kurz. Also was der Herr Kickl aufführt, ist so letztklassig und so gruselig, dass es mir sogar widerstrebt, dann müsste man vergessen, dass natürlich die Medien so einen Menschen, weil er dann Parteivorsitzender wird, wieder aufwendig in so Talks und medial hochschaukeln, das bestürzt mich sehr. Diesen Mann müsste man unter den Tisch kehren, einfach vergessen. Aber er hat Anhänger, er sagt irgendwas, das mit Hass und mit einem plumpen Dagegensein zu tun hat, da findet man immer Anhänger. Ich meine, was ich zum Beispiel in meinem Leben sehr drastisch erlebt habe und was mir vor Augen geführt hat, was es eigentlich im Menschen, also was da lauert, das war, als meine Tochter starb mit 37 Jahren und das war die Zeit, als ich ganz offen und ganz dezidiert gegen Jörg Haider war. Damals konnte man noch keinen Shitstorm erreichen, sondern musste man schon noch schreiben, anonym, aber habe ich viele Briefe bekommen, wie gut mir das geschieht mir schon recht, dass meine Tochter gestorben ist. Wirklich solche Briefe? Weil ich gegen den Jörgel bin. Beim ersten Brief habe ich wirklich getan, als war mir so, als würde sich auftun unter mir die Erde. Also der erste Brief war wirklich, kam auch so gleich hinein, auch in meinen Überlebenskampf gegen den Schmerz. Also es war schrecklich. Dann habe ich schon gewusst, wenn wieder ein anonymer Brief kam, dass da wieder dasselbe drinnen stehen wird. Und jetzt weiß ich ganz einfach, dass es diesen Prozentsatz an Schrecklichkeit und Grauslichkeit einfach in der Menschheit gibt. Und das wird es immer geben. Und das kann man mehr anheizen und das kann sich wieder ein bisschen mehr verflüchtigen, weil die Zeiten ruhiger oder menschlicher sind. Nur da versuche ich nie außer Acht zu lassen, dass wir hier in diesem Land ja trotzdem, und trotzdem ist ein wichtiges Wort in meinem Leben, das gibt viele trotzdem Lied und das ist ein Begriff, den ich einfach für mich sehr nutze und brauche, dass wir trotzdem sehr gesegnet hier leben. Ja, kann man wohl sagen. Das ist wirklich die Gnade der Geburt, wenn man sich jetzt umschaut, wie es auf der Welt ausschaut. Also
Und so gesehen leben wir in einem geordneten Land, in einem Land, wo man sich noch frei äußern kann, wo man natürlich, wenn man sich ganz frei äußert, vielleicht irgendwo sich Feinde macht, ja, aber alles in einem Rahmen, der erträglich ist. Denn was zum Beispiel auch innerhalb der EU einige Länder aufführen, ist ja auch schon wirklich betrüblich. Also was Ungarn aufführt, was die Tschechei aufführt, was Polen aufführt. Also dabei habe ich in jüngeren Jahren mit einem so wunderbaren polnischen Regisseur gearbeitet, mit Erwin Axa, der schon lange nicht mehr lebt. Also für den würde das ja ein Grauen sein, wenn er das jetzt noch miterleben müsste in Polen. Also und dann gerade als Frau, was diese Talibans da in Afghanistan aufführen, dass das überhaupt noch möglich ist in einer doch, wo man meinen müsste, aufgeklärten, einigermaßen aufgeklärten Welt. Mhm. Das zeigt einem, dass die Welt so aufgeklärt eigentlich nicht ist. Und jetzt, weil wir gerade beim Frausein sind, auch da sage ich immer am Tag der Frau, erstens mag ich den Tag der Frau nicht, weil es sollte nicht nur ein Tag sein, wo man sich über das Frausein Gedanken macht. Also entweder man ist immer Frau und nicht nur am Muttertag Mutter. Aber wenn dieser Tag naht, dann sage ich halt immer, bitte, bitte, oh ihr Frauen, seid euch dessen bewusst, dass ihr hierzulande in unserer Zivilisation mühevoller zwar immer noch, als es Männern gelingt, aber man kann sich verwirklichen, um dieses Wort zu. Aber weltweit geht es ja den Frauen entsetzlich. Also das weltweit leben Frauen nicht besser als die Tiere, oder vielleicht leben da manchmal Tiere noch ein bisschen besser. Also, und das ist natürlich ein Aspekt, der sehr tragisch ist und sehr traurig ist. Also das Frausein ist immer noch weltweit nicht geschafft. Frauen sind noch nicht, dürfen noch nicht auf selbstverständliche Weise sein. Und deswegen plädiere ich hierzulande immer, lasst uns selbstverständlich Frauen sein. Weder mit Hass, noch mit Ausgrenzung, noch mit die scheußlichen Männer und so. Wurscht, die Männer sind die Männer und wir sind die Frauen. Mhm. Und einfach mit einer gesunden Selbstbehauptung das Frausein möglichst selbstverständlich leben. Das versuche ich auch jungen Frauen zu raten, die natürlich jetzt wieder so wie du mir gegenüber, ihr fangt es natürlich wieder von vorne an, das alles wahrzunehmen, was Frausein bedeutet. Das habe ich Jahrzehnte vorher schon auch für mich übernehmen müssen, habe versuchen müssen, einen Weg gehen zu können, wo mir niemand reinredet, weil es meiner ist, wo ich mich nicht gängeln lassen muss, wo ich mir auch nicht von der Umwelt, wo ich lange, lange gekämpft habe, bis man mir geglaubt hat, dass meine Liedtexte nicht vom André Heller sind und dass der nicht meine Bücher schreibt, sondern also wo man, der Papa wird es schon richten, es hing immer über dem Frausein, wenn sie mal was tun durften, die Frauen. Also ich habe mein Leben sehr, sehr in diesem ganz persönlichen Kampf verbracht. Und es hat sich natürlich auch in den Jahren einiges getan. Ich merke aber, dass es immer wieder ein Zurückgleiten in die Mode. Ne? Die Mode ist immer so ein Sinnbild. Mhm. Nicht? Wenn dann alles wieder so eng und buppig wird und dekoltiert wird und so. Mhm. Da muss man sehr aufpassen als Frau, was man modisch bejaht. Weil die Mode wird ja auch meist von Männern gemacht. Seien es auch schwule Männer, die sehr viel vom Frausein verstehen. Aber sehr selten machen das die Frauen ja selber. Mhm. Und also auch dieses drauf aufpassen, dass es Frauen nicht zu mühevoll wird, selbstständig zu sein, sie sich doch dann ganz gerne wieder in den Schutz einer Familie begeben, die von einem Mann finanziert wird. Es ist sehr schwer, eine selbstständige Frau zu sein, das weiß ich. Ich habe immer, auch in meinen zwei Ehen, ich habe mich immer selbst ernährt und wurde nie ernährt. Mhm. Das war immer an sich meine eigene Sache. Also trotz meiner Ehen war ich letztlich eine alleinerziehende Mutter. Ja. Und aber das ist wesentlich, dass man auch finanziell unabhängig zu sein versucht. Und dass man vor allem sich eine innere Unabhängigkeit bewahrt.
Ich meine, wenn ich jetzt zurückschaue, ich schimpfe auch mit mir selber. Erika, sage ich, was hast du für Zeit verloren mit deinen blöden Liebes- und Beziehungsgefühlen, ob nun beantwortet oder nicht, und liebt er mich, liebe ich ihn, können wir. Und jetzt beobachte ich halt auch, dann sind kluge, selbstständige, junge Frauen, auf einmal verlieben sie sich und auf einmal werden sie so ein bisschen teigig und weich und hingeneigt. Das ist halt einfach, das steckt in uns drinnen. Da muss man höchstwahrscheinlich auch einmal durch. Aber sich eben auch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen und auch im Bewusstsein seiner selbst eben sich wirklich seine Selbstständigkeit und seine Unbeirrbarkeit zu bewahren, das ist gar nicht leicht. Also Frau sein, würde ich sagen, jetzt im Alter ist gar nicht leicht. Und ich sage jetzt ganz bewusst, ich gehe schon fast ein bisschen hausieren damit, Alter. Ich möchte genannt werden eine alte Frau und nicht eine Grande Dame oder eine Ikone oder eine Legende. Lauter so Sachen kriegt man dann. Also Entstigmatisierung. Nein, ich möchte das auch nicht, nämlich auch gescheite ältere Frauen, plötzlich sehe ich, sie sind operiert, sie sind angstvoll bemüht, ein bisschen anders auszuschauen. Also dagegen bin ich, ich werde bis zu meinem Tod so ausschauen, wie ich ausschaue. Wurscht. Und davor sollte man keine Angst haben müssen. Und das ist wirklich ein Kapitel im Frausein, das ich ganz bewusst anspreche. Denn früher waren alte Frauen, also ehemals, kulturell gesehen, war die alte Frau eigentlich auch eine weise Frau und war eigentlich eine geachtete Frau. Wir sind jetzt unsere Gesellschaft ist dazu übergegangen, dass alte Frauen, dass das wie ein Schimpfwort, wenn ich sage, ich bin eine alte Frau, nein, sie sind doch keine, das kann man doch nicht sagen. Oder so. Warum kann man das nicht sagen? Das ist kein Schimpfwort. Naja, heutzutage müssen alte Frauen halt, sie dürfen schon alt sein, aber sie sollten nicht so ausschauen. Nein, sie sollten das nicht so ausschauen und man darf auch nicht sagen, dass sie alt sind, sondern sie sind, was weiß ich, Grand Dames können sie gerade noch sagen. Wir sitzen hier drei Generationen übrigens. Genau, ja. Das ist total schön. Ja. Und es scheint so, als ob die Probleme irgendwie, wir finden uns schon noch immer. Natürlich, es hat sich viel verbessert, aber es ist im Innersten immer noch etwas, und auch das ganze Gendern, diese Political Correctness, ist sehr äußerlich und verändert. Wenn es nichts im Inneren verändert, dann finde ich es schon lächerlich. Dann macht man die Sprache kaputt und was weiß ich, ob mich da jetzt gerade jemand Künstlerin nennt und nicht Künstler oder innen und ich. Okay, wenn man meint, das ist gescheiter, aber wesentlich ist, wie es wirklich, wie man es wahrnimmt. Ja, dass Frauen sichtbar sind und nicht nur durch ein Ihn oder ein Ja, oder Sterne. Dass man so aufpassen muss. Es sollte eigentlich einem ganz wurscht sein dürfen, ob man da jetzt so männlich oder weiblich bezeichnet wird. Man ist eine Frau und man ist weiblich und Schluss aus. Mhm. Und das sollte eben auch wirksam werden. Das muss ja nicht einmal die Quote sein, weil das muss ja stimmen. Aber Frauen, die für etwas stimmen, deswegen bewundere ich so sehr die Angela Merkel. Das ist für mich eine grandiose Frau. Ja. Die wird man vermissen. Die werden wir vermissen, vor allem. Ich glaube, wir Frauen werden sie vermissen. Und sie hat sich nie sehr explizit mit Feminismus, und da hat sie immer sehr klug gesagt, das hat die Alice Schwarzer schon so wunderbar gemacht, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Mhm. Sie kam auch aus der DDR. Und sogar war es auf einer Langspielplatte, die in der DDR mit meinen Liedern herauskam, haben die sogar in der DDR genommen das Lied Frau, lauf weg. Das war damals ein großes Emanzipationslied von mir, das war in der DDR ganz selbstverständlich. Ja. Und die Merkel kommt aus dieser ganz doch anderen Einstellung der Frau gegenüber, die gleichwertig arbeitet, ob sie gleichwertig bezahlt wurde, das bezweifle ich schon. Das ist bei uns ja auch noch immer nicht der Fall, wenn wir schon über was reden. Aber die hat einfach mit einer solchen Selbstverständlichkeit und einer solchen Gelassenheit auch dieses ständige Nörgeln an ihrem Aussehen und was. An ihrer Frisur oder an ihrem Dekolleté, einmal wie sie die Hände hält und ob sie Fetschen um hat und so. Sie hat das hingenommen, auch gar nicht kommentiert. Sie ist einfach geblieben, was sie ist. Und ich habe eine sehr schöne Doku jetzt über sie gesehen, wo man wirklich merkt, die hat mit allen großen Leuten, ob scheußlich, ob prima auf dieser Welt, auf einer Ebene gesprochen. Und wenn ihr da Putin den Hund schickt, dann
nimmt sie das mit Gelassenheit. Und wenn der dumme Trampel, den ich immer nur so nenne, den Herrn Trump, das ist für mich der Trampel, weil er hat so vieles niedergetrampelt, dass es nur dass es schrecklich ist, aber der war blöd und sie hat das auch in Gelassenheit nur mit einem Blick. Stimmt, ihre Blicke waren... Ihr Blick hat alles gesagt. Mit dem Obama hat sie sich sofort gut verstanden, ganz klar. Also sie ist eine Weltpolitikerin und die Welt wird sie vermissen. Ja. Tja, vielleicht kommen andere Fragen, neue Fragen. Das ist zu hoffen. Nur, man kann das nicht provozieren, das muss sich ergeben. Es müssen Frauen eben auch solche Ämter auf sich nehmen mit dieser ähnlichen Gelassenheit und diesem Wissen. Und sie hat ja auch, was hat man da aufgeführt, weil sie sagte, wir schaffen das. Wir schaffen das heißt ja nicht, es gelingt uns hundertprozentig. Wir schaffen das heißt, wir bemühen uns, es zu schaffen. Ne? Mhm. Also sich wirklich bei Widerständen nicht kläglich zu werden, das ist auch gar nicht leicht. Und deswegen gehen dann oft Frauen aus Positionen wieder weg, weil sie es nicht aushalten, dass sie immer über das Frausein hinweg eigentlich gekränkt und beleidigt werden. Mhm. Dieses Frausein als Kampf, wann ist dir das zum ersten Mal bewusst worden? Als mir bewusst war, dass ich eine Frau bin, die sich durchs Leben schlagen will, und zwar als Mensch. Als ich etwas sein wollte, ich war ja als junges Mädchen noch in der Gymnasialzeit, war ich schwer magersüchtig. Ich war ein Vorreiterexemplar der Essstörung. Und bei mir war das klassisch. Bei mir war es wirklich das Verweigern von Frau sein. Und es gab diese dummen Filme mit spitzigen Busen und Schürzeln und Doris Day und in der Küche und so. Dann meine Mutter, die klagend, dass sie ihre künstlerische Laufbahn nicht weiterführen konnte. Also ich habe da schon irgendwie als Mädchen gemerkt, und die Tanzschule, wo man dann warten muss, ob man aufgefordert wird oder nicht und so weiter. Ist immer nur so. Ist immer noch so? Na schau. Also jedenfalls habe ich aber trotzdem diese Magersucht glücklicherweise noch in jungen Jahren wieder wegbekommen. Und war dann eben sehr bald am Theater ich selber. Zwar anfangs als Elevin, aber wurscht, dann wurde ich also normal Schauspielerin mit meiner Gage, mit meinen Rollen. Es war damals auch die Schauspielerei, glaube ich, ein wenig direkter und einfacher als jetzt. Es gab dieses Casting nicht. Ich war halt in einer Rolle gut, das hat wer gesehen, dann kriege ich eine größere Rolle, war ich wieder gut, hat wer gesehen, habe ich noch eine größere Rolle bekommen. Es war auch nicht diese Abhängigkeit von einem Regieguru und so. Ja. Jetzt müssen Schauspieler sehr, sehr kämpfen und sich sehr selber anpreisen und anbiedern und so. Also das musste ich nie. Und da war ich dann sehr bald einfach auch eine eigenständige Frau am Theater und hatte einfach auch mit Männern ganz anders zu tun. Wenn du Kollegen hast, dann hast du Kollegen. Und dann steht man gemeinsam auf der Bühne und dann ist das einfach eine gemeinsame Sache. Und natürlich hat mich dann auch irgendwann mal die Alice Schwarzer ein bisschen geschnappt und mit mir gesprochen und war in Wien und war bei mir im Theater und war auch hier im Haus. Und ich war auf dem Titelbild der Emma. Und ich weiß noch genau, in der ganzen Zeit war ich natürlich sehr mit lesbischen Frauen konfrontiert. Vollkommen gar. Nur, die mochten mich immer sehr. Und ich habe mir das wirklich überprüft. Ich habe wirklich in mich hineingehorcht. Aber ich bin leider wirklich, also ich bin auf Männer fixiert. Wurscht. Und da war mir dann oft schwieriger, diese Avancen abzuwehren. Also bei Männern war ich schon gewöhnt. Die war ja um die Zeit herum nicht schier. Also ich habe... Kann man sagen, ja. Also jedes MeToo gab es bei mir nicht. Ja. Ich habe immer gesagt, not me. Ich habe einfach Nein gesagt, aus Schluss. Ja. Und dann bei den Frauen war es mir dann oft ein bisschen schwieriger. Ich habe eine gute Freundin gehabt, also die mich wirklich so geliebt hat, der ich dann gesagt habe, du, wenn je, dann du. Aber es geht nicht. Also, ja. Und aber jedenfalls, natürlich bin ich dann in diesen Kreisen um die Alice herum auch sehr mit wirklich mit dem Kampf konfrontiert worden.
für mich war es nie möglich, es ganz ohne den Mann zu tun. Also ich mag keine Ghettos. Mhm. Und ich mag auch nicht Frauenghettos, da wo keine Männer hin dürfen oder so. Ich habe das immer versucht zu verbinden und habe auch gerade auch beim Musizieren und eben am Theater Kollegen und beim Musizieren habe ich nie mit MusikerInnen gearbeitet, sondern immer mit Musikern. Und das waren aber immer meine vielgeliebten, gemochten Gefährten in der Musik. Also ich hätte nicht ein Frauenleben führen können, das den Mann einfach abweist. Mhm. Und ich finde auch, wenn wirklich eine Frauenemanzipation, geht es ja auch nur mit dem Mann. Jetzt geht es ja auch noch weiter, jetzt geht es noch in die Diversität und in alles Mögliche. Aber an und für sich geht es nur, dass man gemeinsam sich emanzipiert. Das kann man nicht alleine. Die Geschlechter müssen zueinander finden. Daraus besteht ja unser menschliches Dasein. Und ich hätte nicht leben wollen, ohne wirklich Männer ganz, ganz leidenschaftlich zu lieben. Das wäre traurig gewesen. Blöd ist, wenn man sehr verliebt ist. Aber lieben ist wunderbar. Verliebt führt oft zum Stumpfsinn, aber das legt sich dann ja schnell wieder. Ich würde nur gern was zu MeToo fragen, weil du jetzt auch gesagt hast, dass sie der Beruf der Schauspielerinnen verändert hat. Glaubst du, dass es auch damit zu tun hat, dass MeToo irgendwie entstanden ist? Du, es sind ja lauter Frauen plötzlich auferstanden, die das erzählt haben, dass ihnen das vor Jahrzehnten passiert ist. Also da frage ich mich, warum nicht schon damals? Und dann wird mir das auch, mir war das auch zu wenig, dass es nur um belästigte Filmstars oder Schauspielerinnen geht, dass die Frauen getötet werden von Ehemännern, dass sie am laufenden Band vergewaltigt werden, und zwar nicht nur von Afghanen, sondern von herzhaften, hiesigen Männern, und dass wir so wie viele Tote haben wir in diesem Jahr gehabt? Es sind jetzt 21. Das ist doch ein Wahnsinn. Ja, das ist mir viel wichtiger als dieses MeToo. Also ich zu einem Regisseur wurde ich geschickt, ich kann das ruhig sagen, weil den kennt eh keiner mehr, das war Fritz Kortner. Den kennt man schon. Ja, na gut. Jedenfalls hat man mich, er ist schon so lange tot und so lange weg. Also, jedenfalls hat man mich vom Burgtheater nach München geschickt, ihm vorzusprechen, ob ich die Desdemona spielen soll. Und ich bin also in seine kleine Münchner Wohnung, und das war so eine enge Bibliothek. Und der gute Mann hat sich wirklich mir, ich möchte sagen, genähert, und ich habe ihm einen Rempler gegeben. Und er flog also so ein bisschen gegen die Bücherwand. Ich sehe das immer noch sehr deutlich vor mir. Und dann habe ich meiner Meinung nach einen recht gescheiten Satz gesagt. Ich gesagt, Herr Kortner, es tut mir sehr leid, aber in so kleinen Räumen kann ich nicht vorsprechen. Und bin gegangen und bin wieder mit der Eisenbahn zurückgefahren. Aber dachte, werde ich sie nicht spielen. Ich habe aber die Desdemona gespielt. Und ich habe mich mit diesem Regisseur dann hinterher, entweder hat er Angst gehabt, ich sage was, oder entweder hat es ihm gefallen. Ich weiß es ja nicht. Also ich habe damals auch keinem Menschen das erzählt, aber nicht, weil mich das irgendwie gequält hätte, sondern ich bin überhaupt erst wieder auf diese ganze Sache draufgekommen, als sie mich dauernd mit diesem MeToo gefragt haben. Das war eigentlich ein MeToo-Vorfall. Mhm. Aber ich wurde wieder vergewaltigt. Der ist halt mir ein bisschen zu nahe gerückt. Also ich glaube, dass das nicht damit zu tun hat, dass jetzt die Schauspieler so viel Casting und so weiter machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass die Regisseure jetzt am Theater sich so wahnsinnig an die Schauspielerinnen heranmachen. Ich glaube im Gegenteil. Da geht man eher sehr streng und hart miteinander um, und da müssen ohnehin diese Schauspielerinnen auch Wahnsinniges leisten, wenn ich mir dann so kurz anschaue, wie exaltiert und wie wirklich entäußert auch alles. Man muss ja jetzt schon auf der Bühne dauernd nackt sein und sich entäußern. Ich war die erste Nackte am Publikum. Ja, das wisst ihr gar nicht. Also ältere Theaterbesucher, wenn ich sage, ja, dass sie nicht mehr am Burgtheater sind, sage ich, in welcher Rolle habe ich ihnen denn so gefallen? Ja, sie waren ja die erste Nackte.
Das war ein Stück von Tom Stoppard, Akrobaten. Und der englische Regisseur Peter Wood hat zu mir gesagt, Dinah, she was naked. Dinah, das war die Dinah Rigg, hat das gespielt in England damals. So lange ist das her. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die Dinah naked war. Und dann habe ich das ganz sorgfältig choreografiert. Ich lag auf einem Bett wie auf so einem Eisbärfell, ein Baby am Bauch. Und das rollte dann von der Hinterbühne, wurde das nach vor gerollt. Man sah mich also so wie ein Baby, den Popo und so. Und dann schlüpfte ich in einen Morgenmantel mit Federboa. Und man hat eigentlich außer dieser Rückfront nichts von mir gesehen. Aber das waren ja noch unschuldige Zeiten. Man hat mir gesagt, also von den Büros, im Akademietheater war das die Plätze, wo man gut auf meinen Popo hinunter sehen konnte, waren zuerst verkauft. Und es war auch, ich habe das dann auch noch, weil ich so mutig war, habe ich auch bei der Fotoprobe nicht Nein gesagt. Und hinterher, lange Zeit, wenn irgendwas ganz Nüchternes von mir gemeldet wurde, als Foto war ich auf dem Eisbärfell mit dem nackten Popo. Das ist geblieben, das Eisbärfell. Aber so war das noch, das war noch eine Besonderheit, während jetzt ja kein Mensch mehr muckst, wenn auf der Bühne die Menschen halt nackt herumlaufen. Und deswegen glaube ich, da man sich so exhibitionieren muss, ist da nicht mehr viel mit Belästigung dabei zu finden. Also eher bei Filmproduzenten oder so. Aber wenn dann Schauspielerinnen sich auch beklagt haben und gesagt haben, der Dieter Wedel oder wer hat gesagt, ich soll ihm in seinem Hotelzimmer vorsprechen, da sage ich mir, warum bist du da hinaufgegangen? Ja. Da sage ich doch, lieber Herr Wedel, ich spreche Ihnen gerne vor, aber in der Halle. Ja. So halt. Ja. Also da war ich nicht sehr, da habe ich zu sehr einfach an das Los von Frauen gedacht, die nicht nur belästigt werden, sondern die wirklich also vergewaltigt und ermordet werden. Ja. Du äußerst dich ja wirklich sehr oft zu politischen Fragen. Du schreibst sehr viele offene Briefe, jetzt auch zu Afghanistan oder zu der Abschiebung von den SchülerInnen im Winter, Anfang des Jahres. Nein, da unterzeichne ich. Genau. Und vor allem vom Literaturhaus. Das ist dann immer ganz in meinem Sinn. Ja. Du hast aber auch selber geschrieben, einen sehr prominenten offenen Brief 2016, den Brief an Österreich vor der Bundespräsidentenwahl. Wenn du jetzt heute einen schreiben würdest, was würdest du reinschreiben? Ja, das muss ich schreiben. Also das weiß ich, aber der würde ein bisschen anders klingen. Ja, ja. Aber wir haben ja jetzt im Moment keine Wahl vor uns. Aber ich würde natürlich unglaublich wieder appellieren, sich dessen bewusst zu sein, dass wir in einen Rechtsradikalismus sehr leicht abrutschen können und dass das unserer größten Vorsicht und Besorgnis bedarf, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass unsere Demokratie eine soziale Demokratie bleibt. Ich bin eine wirkliche Sozialdemokratin, nicht auf dem Parteipapierl, sondern mein Herz schlägt links. Nicht links außen, aber links. Und alles, was außen ist, links außen, rechts außen, auch nicht die Mitte. Nein, da, wo das Herz sitzt. Also eine gesunde, klare, aufrichtige Sozialdemokratie, daran läge mir. Ja. Und noch sind wir noch mit einem sehr guten Bundespräsidenten gesegnet, möge erst noch bleiben. Stellt euch vor, das wäre der Hofer geworden, das wäre ja schrecklich gewesen. Und also all diese Schreie aus der blauen Ecke, da alles um den Herrn Kickl herum, das müsste man einfach sogar unerwähnt lassen. Das müsste man abtun. Also so ungefähr, das wären so die Ingredienzien eines Briefes. Der wird schon noch kommen, wenn ich noch lebe. Ach, ja. Ich glaube, der wird kommen. Ja. Der wird kommen müssen. Ja, dann war das vielleicht eher ein ganz guter Schluss mit dem Brief, der kommen wird. Ja, der vielleicht der kommen wird. Aber wenn man alt geworden ist wie ich, ist es immer sehr wesentlich, dass man die Gegenwart schätzt. Weil mit den Plänen, das hört sich auf. Es gibt ja diesen Witz, wenn man will, dass die Götter lachen, dann soll man Pläne machen. Also ich denke,
jetzt nicht wahnsinnig darüber nach, was ich in einigen Jahren tun werde, sondern ich nehme einfach jetzt im Alter sehr ernst, was ich Tag für Tag tue. Dankeschön, Erika Blumhardt. Wirklich herzlichen Dank.